Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn eigentlich gestern, aber hey, ist bei mir die My Little Box eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Juni hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box ist eine ganz besondere Box, denn sie ist sehr verspielt, sehr französisch und sie erscheint einmal monatlich, enthält Beauty-Produkte sowohl von der My Little Eigenmarke als auch von verschiedensten Marken. Also da haben wir schon so viele wundervolle Marken drin gefunden und auch sehr viele schöne Lifestyle-Artikel. Ich glaube, das müssten drei Beauty-Produkte und zwei Lifestyle-Accessoires sein, was es jeden Monat dann halt gibt. Sie kostet 17,90 € im monatlichen Abo und mit dem Code CLAUDISWELT5 müsste das sein, kannst du 5 € auf deine erste Box sparen. Finde ich ziemlich cool. Oder ist es eine andere? Ich glaube CLAUDISWELT5. Ja, ich habe es aber nochmal in die Infobox geschrieben. Bin ein bisschen verpeilt heute, denn wir machen gerade so ein bisschen Vorbereitung. Mein Freund hat Geburtstag, beziehungsweise er hatte vor 2 Tagen und wir bekommen heute nachmittags Kaffeegäste. Wir haben es jetzt 14:45, aber ich habe gesagt, nö, ich möchte schon noch die Box abdrehen. Und ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an die liebe Steffi und das liebe My Little Box Team. Und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Wie gesagt, sie erscheint etwas anders, etwas verspielter. Auch dieses Mal haben wir keine Box an sich, sondern eine Tasche, also My Little Bag. Wir hatten im Karton ein Klebekleben. Den Karton habe ich natürlich nicht mehr hier. Abenteuer liegt in jedem Windhauch. Das ist ein Zitat von Charles Lindberg. Okay, da bin ich sehr gespannt. Und wir haben schon den Teaser bekommen, dass hier eine Tasche mit enthalten ist. Finde ich echt cool. Also eine richtige Handtasche, ne? Ein RDT, also quasi ein Hauch von Frühling. Genau, und das ist eine Kooperation von My Little Box mit Petit Mendigot. Steht auf dem Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und hier haben wir dann die Tasche in verschiedenen Variationen aufgeführt. Und das Ganze so ziemlich im Retro-Design. Das finde ich cool. Da kriegen wir auch schon den ersten Blick, was das entsprechend für eine Tasche sein wird und wie man die einsetzen kann. Das finde ich cool. Ich mag diesen Boho-Style, diesen frühlingshaften, etwas verspielten Style. Ich spiele tatsächlich auch wie die Lady hier auf dem Bild Akustikgitarre und habe auch vor Jahren habe ich sogar mal Gitarrenunterricht gegeben. Ich habe auch schon das ein oder andere Lied geschrieben. Also ich schreibe viel Gedichte und dann setze ich mich gerne hin mit meiner Gitarre und mache aus diesem ein Seitengedicht, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ein langes Lied dann quasi, einfach für mich so ein bisschen das Melodische. Und das finde ich ganz schön, ich mag das. Ja. Und West Coast Represent. Now put your hands up. Streich dir die Haare aus dem Gesicht, wir gehen surfen. Die perfekten Wellen warten nicht genauso wenig wie deine Juli-Box. Freu dich jetzt schon auf unsere Kooperation mit Albertine, der retro-coolen Bademodenmarke Made in Biarritz. Ich bin ja mal Bademoden. Also super schwer. Was wollen die da reinpacken dann für nächsten Monat? Aber gut. Unsere gemeinsame Version der Weiblichkeit. Freudig, frei und ungehemmt changieren wir ungeniert zwischen Lingerie und Bademode. Wir feiern die eklektische, freie, unkomplizierte Frau, die ihren Stil und ihre Eleganz sowohl auf der Straße als auch mitten auf dem Ozean nonchalant zum Ausdruck bringt. Albertine ist wie eine Ode an das Meer, an den warmen Sand, an die Schönheit der Frauen, an ihr Lachen und ihre Träume. Lasst uns gemeinsam in den Sommer surfen, My Little Box x Albertine. Also das ist dann quasi für Juli und ich glaube, da gibt es auch Juli und August, also dass die quasi die Juli und August Variante in einer Box zusammenfassen, die quasi dann auch mehr oder weniger so ein doppelt so hohen Wert hat, aber man zahlt ja auch monatlich nach wie vor die Box, ne? Oder es wird quasi im Juli 2-mal abgebucht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, bei mir war das letztes Jahr so, als ich die noch selber im Abo hatte, dass es dann quasi auf einmal 17,90 € mal 2 abgebucht wurde. Denn hier ist es auch schon geteasert, oh Gott, ist das Intro lang, aber Leute, wir haben Timestamps, ne? Ihr könnt weiterhüpfen, dass wir 2 normale Boxen haben und die werden dann zu einer großen Box. Und ich denke, dass das quasi der Hinweis darauf dann nochmal ist, aber man kriegt es auch nochmal per E-Mail informiert.
Und hier ist auch irgendwie was mit einem QR-Code für die Tasche und so. Aber Leute, ich rede ganz schön viel drum rum. Folk Adventure. Und da haben wir dann die Mandy Gote-Geschichte drin. Und natürlich ist die Tasche, die hier drin ist, auch gefüllt mit Produkten. Ne? Jedenfalls hoffe ich das einfach mal. Und so schaut die aus. Jetzt habe ich sie hier einmal in live. Ich mag die live, doch. Muss ich sagen. Das ist eine Tasche, die mir gefällt. Erhalten wir jeden Juni, glaube ich, dass man da so eine Tasche mit drin hat. Ich versuche den Preis zu recherchieren. Falls ich nicht den konkreten Preis finde, versuche ich das so anhand von ähnlichen Taschen von der Marke mal herauszufinden. Natürlich wird das ein bisschen abweichend sein, aber so einen Pi mal Daumenpreis kann ich euch einblenden. Hier haben wir so eine Bastoptik, das mag ich auch ganz gerne. Und dann haben wir hier so ein Drehvieh. Das mache ich auf und dann kann man die Tasche aufklappen. Ach, guck mal. Moment, hier ist was abgegangen. Muss ich eben kurz wieder richtig wursteln, weil wir hier ja auch die Umhängekette, du kannst ja Cross-Body-Bag tragen. Kannst die Kette aber auch abmachen, ganz offensichtlich. Dass man die halt dann so tragen kann, wie man gerade Lust hat, so als Clutch oder als Cross-Body-Bag oder so. Und das finde ich cool. Komm, wir machen erstmal hier die Tasche. Ich glaube, hier nicht so viel auf einmal immer. Also so als Cross-Body-Bag. Definitiv. Kann ich mir gut vorstellen. Das hat eine schöne Größe. Da bekomme ich jetzt nicht unbedingt mein riesengroßes Portemonnaie rein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Mama shoppen gehe oder mit einer Freundin oder so, packe ich auch in so eine Tasche jetzt nicht allzu viel rein. Also das ist eher so etwas, wo die wichtigsten Sachen, die ich halt so brauche, auch reinkommen. Und dafür ist die super geeignet. Ich finde es auch cool, dass wir hier bei dieser Geschichte, bei der Kette, so einen Haltegriff haben, sodass man da nicht in die Bedrohung kommt, dass diese Kette einen irgendwann nervt. Ne? Weil die kann jetzt gerade so auf der frühlingshaft nackten Haut etwas einschneiden. Das tut dieses Ding dann halt nicht. Das finde ich schön. Das ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Und ich denke mal, man kann die auch, wenn man halt diese Kette hier unten, die ist ja hier so befestigt, ne? Die kannst du ja auch so durchziehen. Und dann machst du dir unten einfach einen Knoten dran oder so. Und dann kannst du die sicherlich auch als Handtasche tragen. Also, ne? Finde ich cool. Und hier haben wir natürlich noch ein paar Produkte enthalten in der Tasche. Wir haben hier jetzt keine großen Innentaschen oder so, aber es wäre bei der Größe der Tasche auch ein bisschen schwierig. Ja, dann gucken wir mal, was sich hier noch so drin befindet. Natürlich brauchen wir Lichtschutzfaktor fürs Gesicht und das finde ich klasse, denn das ist von Ultrasun Lichtschutzfaktor 50+. Das brauche ich, weil ich halt sehr, sehr helle Haut leider habe. Sehr hoher Schutz und Brightening Anti-Spot und Anti-Pollution, auffällendes Anti-Spot und Anti-Pollution-Fluid. 40 ml sind hier enthalten und das ist ein Produkt, was gar nicht mal so günstig ist. Ne? Ultrasun ist eine Marke, die kostet 1-2 Euro mehr, aber nicht allzu teuer. Also man kann es sich dann schon noch irgendwie nachkaufen, sage ich jetzt einfach mal dazu. Okay, da fällt es mir fast runter. Und so schaut die Verpackung aus. Finde ich hübsch, ne? Und das passt, wie man ja offensichtlich sehen konnte, auch hier eins in die Handtasche rein. Also, ne? Auf jeden Fall gut zum Motto passend. Ein Hauch von Frühling passt. Wir hatten jetzt die letzten Tage super krass Sonne. Jetzt gerade ist es ein bisschen frischer, aber das ist es immer um den Geburtstag von meinem Freund herum. Dann habe ich hier von Love Browtitude Eyebrow Designer Draw and Shape in der Farbe 230 Chocolate. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diejenigen, die ein ganz reguläres Abo haben und das nicht in Kooperation zugeschickt bekommen, vielleicht so eine kleine Nachfrage bekommen haben oder dadurch, dass man das Beauty-Profil auf der Homepage ausgefüllt hat, mitteilen konnte, welche Haarfarbe man hat. Mir passt natürlich die 230 Chocolate nicht, deswegen wird das weiter wandern. Genau, aber finde ich schön, dass es mit drin ist, weil so... Gerade wenn wir die Masken tragen, ich persönlich betone dann gerne meine Augen und meine Augenbrauen. Das sieht man, glaube ich, jetzt auch ganz gut. Ne? Da kommt immer ordentlich Kapitis drauf, alles andere bleibt relativ clean. Und jetzt habe ich hier schon das letzte Produkt. Das heißt, wir haben drei Beauty-Produkte und die Tasche als das Lifestyle-Produkt hier mit drin. Wobei die Tasche zählt auch als mehrere Lifestyle-Produkte in eins, weil ich denke, doch sehr hochwertig. My Little Beauty Mask Cheveux. Oh, guck mal, ein Hair-Treatment mit 97% natürlichen Inhaltsstoffen, 97,6%, Entschuldigung, und 100 ml sind hier enthalten.
Das ist eine Haarmaske von der My Little Beauty Eigenmarke. Die kann man auf der My Little Homepage oder auf der französischen Homepage tatsächlich auch kaufen. Genauso auch wie das ein oder andere Accessoire, was wir auch mal so in Boxen mit drin hatten, ne? Okay, ich gucke mal, ob ich das lesen kann, denn das ist jetzt etwas schwierig. Süßmandel und Shea Butter. Ich finde diese Beschreibung von Anwendungen und was da so drin ist bei der My Little Beauty Eigenmarke immer sehr, sehr charmant. Und das spiegelt auch so ein bisschen diesen Vibe von dieser ganzen Geschichte wieder und so. Also finde ich toll. Ich mag Haarmasken und es riecht auch gerade richtig gut hier raus. Ich mag ja Shea Butter, ne? Ich denke auch dieses Süßmandelgedöns riecht man da auch raus. Also auf jeden Fall was für mich. Und also ich sag mal, die Haarmaske werde ich behalten, das Gesichtsfluid werde ich wahrscheinlich behalten und die Tasche natürlich, ne? Die finde ich echt toll. Passt auch schön bei mir so zu langen Rücken und so. Also die hat es mir gerade echt angetan. Finde ich echt klasse. Die mag ich gerne leiden, auch mit diesem Basten so dabei. Voll mein Vibe. Okay, ihr Lieben, das war es jetzt tatsächlich mit der Box und oder mit der Tasche. Denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Alle weiteren Informationen zu den Produkten, die ich gezeigt habe und zu My Little Box an sich, halt unten in der Infobox verlinkt und so, ne? Jo, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!